MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Willkommen zurück auf Römerberg. Es geht weiter mit der letzten regulären Regionallinie in Römerberg. Danach geht's rüber nach Blaureuth. Die Linie 626 vom Busbahnhof nach Zavelstein über das Schulzentrum und über Hohenreuth. Ja, wenn wir mal auf den Fahrplan schauen, dann dürften wir jetzt durch eine Gegend fahren, die wir noch nicht erkundet haben, genau. Schulzentrum Manoska-Straße, Hohenstaufenstraße, Weilerau-Bach. Hoch zum Waldschlösschen, über Kanzach und die Mineralbäder, dann zur Michaelskirche und nach Zavelstein. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. So, wir fahren ab. Um 11.25 Uhr, 12.25 Uhr, genau. Wir fahren mit einem C2G von MX200 mit altem Dashboard und stellen die Uhr jetzt mal auf 12.21 Uhr vor. So. Und dann ziehen wir mal vor. Eieiei. Geht schon gut los. Postsiedlung. Ja, nicht so ganz. Wir sind übrigens im März unterwegs. Busbahnhof. So. Hallo. Oh, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen. Das war nicht meine Absicht. Hallo. Ja, halli, halli. Hallo. Hi. Hallo. Einmal hi. Bitte Kurzstrecke. Ja. Danke. Bitte. Kurzstrecke, kein Problem. Eine Tageskarte bitte. Ja, haben wir auch. Eine Tageskarte bitte. Tageskarten haben wir alles. So, geschildert ist. Das passt auch alles. Ja, der Himmel ist schön. Will die hinten rein? Nee, ne? Hätte mich jetzt auch schwer gewundert. Wobei, in OMSI weiß man nie. Das wissen wir ja alle. Ach, hier sollte jetzt die 114 auftauchen. Oh, was kommt denn da? Ach, die 114. Römerberg Zopp über Schulzentrum. Ja, hi. Guten Tag. Ja, der muss ja eigentlich dann jetzt direkt umsetzen, ne? Kalkmoor über Schulzentrum, ja. Eigentlich müsste der sich jetzt hinter mir einreihen. Ja, wir fahren jetzt um 24 ab. Das ist so.
Ernsthaft? Warum? Wow. Ist mir egal jetzt. So ein Penner. Aber ich hätte es wissen müssen. Übrigens, weiterhin Flomsi-Einstellungen. Falls man sich über die ein oder andere unscharfe Grastextur hier wundert. Ja, ja. Ja, piep du. Habe ich denn hier? Das macht er aber gerne auf Römerberg, habe ich festgestellt. Diese zwei kleinen Standbilder am Anfang. Weil ansonsten ist die Karte echt performant, muss man ja sagen. Das Schulzentrum fahren, dann wird es ja wahrscheinlich wieder voll. Ist ja von auszugehen. Römerberg Rathaus. Ja. Ja, da war die Unfallmeldung. Eieiei. Ja, nach Römerberg kommt auf jeden Fall Aachen. Die Geyserstadt Aachen. Ist zwar dann eine sehr kleine Karte, aber das macht ja nichts. Und dann muss ich mal schauen, was ich dann mache. Ist echt schwierig. So, wir haben die großen, schönen Karten haben wir durch. So langsam. Hallo. Aber sicher. Guten Tag. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Haben Sie nicht sowas wie eine Heizung hier im Bus? Es ist ganz schön kalt hier. Ja, habe ich theoretisch schon. Nee, oben, ne? So. Sag ich ja, oben. Wir wollen ja nicht, dass einer friert. Kann ja nicht verantworten. Alter Markt, Stadtmitte. Ach ja, jetzt komme ich endlich mal wieder dazu, eine Folge Omsi aufzunehmen. Ich weiß, im Moment kommt der Content etwas unregelmäßiger. Es ist aber leider nicht anders zu handhaben. Das Zeitmanagement gibt es im Moment einfach nicht her. Aber ihr kennt das, es kommen auch wieder bessere. Guten Tag. Hallo. Ja, guten Tag. Hallo. Und ich würde gerne irgendwann auch mal wieder streamen. So ein... Meine Fresse. Das war knapp.
Römerberg Universität. Universität und dann geht es zum Schulzentrum. Ja, hallo. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Ah. Abwarte und Teedringe. Was die alles gerne hätten. Der Obi, alles in Obi. Schulzentrum. Ja. Sauber durch den Kreisverkehr. Sag mal. Passiert mir auch nicht so häufig. Kann jetzt natürlich Glück gewesen sein, ne? So, Schulzentrum. Mir geht dieses Piepen so auf die Nerven. Super. Ja, jetzt stehen wir nämlich hier. 12.30 Uhr. Wann ist Abfahrt am Schulzentrum? Jetzt küttet. 12.32 Uhr. Mhm. Manoska-Straße. Warum soll ich so lange am Schulzentrum stehen, ey? Ach, hier steht ja auch, wann Abfahrt ist. Warum gucke ich den Fahrplan? Eine Minute. Hohenstaufen. Weilerau, Bach. Na, kriegen wir schon hin. 14, 19, 6. ...12, 6, 26 und 119, 6, 26 Richtung Römerberg. Ja. Ja, dann kommt noch die 6,35, die 6,36 und der Gletscherexpress. Auf den Gletscherexpress freuen sich ja schon einige. Kann ich gar nicht verstehen. Das wird eine tierische Geschichte. Werde ich mich tierisch aufregen wieder über alles und jeden. Weiß ich jetzt schon. Manoska Straße. Oh, der Gott, Gott. Ja, das ist ja unglaublich. Dein Führerschein So schlimm ist mein Fahrstil auch nicht. Sprach er, als das Heck ausbrach. Das ist eine Kreuzung hier. Na, jetzt fahren wir da rum. Nur wieder aufpassen, dass wir nicht anecken. Neue Horizonte. Ich denke mal, dass ich nach Aachen die Karte Neue Horizonte ins Visier nehme. Das wäre doch mal eine Idee. Auch schön groß, viele Linien. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Das kriegen wir hin. Bist du schon wieder zu früh nach Manoska? Ah, das geht. Gut, wir können noch stehen bleiben, es ist eh noch rot.
Ja, doch, neue Horizonte. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das so machen sollen. Aachen, so als schönes, kleines Zwischending. Und dann neue Horizonte. Jetzt geht's nach Weilerau. Römerberg, Hohenstaufenstraße. Ach nee, ja, genau, Hohenstaufenstraße. Dann geht's nach Weilerau. Na, hier hängt er sich ein bisschen auf. Jetzt kommt Weilerau. Was ist sein Problem? Weiß er selber nicht, glaube ich. Weilerau. Also, steht da, bleibt da einfach stehen, ist ihm völlig egal, ne? Es gibt keinen ersichtlichen Grund. Aber hey, bleib einfach stehen, scheiß drauf. Total konsequent. Die neue Art von Klimakleber. Einfach mit dem Auto mitten drauf stehen bleiben und oh, die nächsten Klimakleber stellen sich dann quer. Oh, natürlich mit eingeschaltetem Motor, weil Doppelmoral ist bei Klimaklebern ja an der Tagesordnung. Was habe ich jetzt da für eine Meldung? Ah ja, okay. Man soll da auch die Tür zumachen. Bach. Bach. Ich glaube, auf der 26 ist es mit den Serpentinen nicht so extrem. Also ich sehe es ja in Omni-Navigation. Aktuell der Kurvenradius ist noch in Ordnung, ist schön weitläufig. Glaube, das wird sich auf der 26 auch nicht ändern. Er fährt aber schlecht. Warum? Ich muss ja irgendwie hier hochkommen. Sie
Skifahren aber schlecht. Ja, ich muss aufs Gaspedal drücken, ansonsten komme ich mit der Kiste doch nicht hoch, du. Mein Gott. Ja, das war. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Ja, Mann. Mit dem Heck mitgenommen. Mann. Schade. Ich wollte gerade sagen, wir sind wunderbar durchgekommen, aber. Ja. Da haben wir angeeckt. Ja. Hallo. So, hier will ich jetzt nicht lange stehen bleiben, einfach so mitten drauf wieder. Fahren wir zum Waldschlösschen. Waldschlösschen. Oh. Rumpelpiste. Guck mal, so geht's so. Schönes kleines Ausflugs. Die hält auch tagsüber nur die 626. Schon schön. Nett. So, mal was zu trinken einschenken. Dab, dab, dab. Ich habe zwar Vorfahrt, aber ich gucke hier trotzdem.
Kraut im Braten, nicht? Kanzach. Kanzach. Ach, ja. Ach, Kanzach ist doch dieser kleine... Oh, oh, ja, 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 mit der Haltestelle in diesem Rondell. Oh, ja. Oh, oh, das wird mit dem Gletscher-Express spannend. Das hier ist schon mal so ein guter Vorbote dafür. Fahrt doch bitte. Ja, genau. Das ist Kanzach. Ja. Naja, halbwegs ordentlich angefahren. Nein! Kanzach. Nee. Erzähl doch keinen Quatsch. Kanzach war man doch jetzt. Mineralbäder. Richtig. Ja, wenn du hier abfliegst, landest du unten direkt in den Vorgärten. Schön, schön. Mineralbäder. Ja, und dann sind wir auch schon in Zabelstein. Ja, passt doch. Waffe der Schau.
Ich hasse es, ne? Die KI nimmt hier halt auch null Rücksicht. Und dann hast du halt so eine Kacke hier. Hohenreuth, Michaelskirche. Ach ja, Hohenreuth, genau. Oh, das ist jetzt blöd. Na, wobei, es geht, okay. Ich hatte Angst, dass er nicht rumkommt oder dass ich hängen bleibe. Also, dass der KI-Verkehr links nicht rumkommt, der Gegenverkehr. Ja, hier kämpft er. Oh, hier kann es zu Staubildung kommen. Aha. Ach. Ja, die Ampel hinter der Kurve, genau. Hier bin ich in alten Zeiten auch mal rückwärts runtergerollt. Hab's nicht rechtzeitig gemerkt und hab dann natürlich einen Abflug gemacht. Alter Falter. Hallo. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Sportplatz. Sportpark Richtung Grafeneck. Sportpark, bitte hier umsteigen. Ja. Grafeneck. Ich muss gleich die Hühnersuppe ansetzen. Also frische Hühnersuppe. Ich muss das Huhn noch einkochen. Dann wird es auseinandergenommen und alles. Ja, freue ich mich drauf. Ich habe richtig Lust zu kochen. Mal grün. Ach, jetzt geht's wieder bergauf. Ja, und dann geht's rein nach Zabelstein. Ha, es reimt sich.
Kurzstrecke, bitte. Oh oh. Ach, Glück. Hohenreuth Sportpark. Richtung Grafenegg, bitte hier umsteigen. Erzähl keinen Quatsch. Zawelstein, Endhaltestelle, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit in Richtung Blaureuth, Hohenreuth und Grafenegg. So ist es. Wie ging es hier jetzt weiter als 626 wieder zurück? In 12 Minuten. Tja. Leider nein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare bezüglich neue Horizonte und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.